Ja, hey, willkommen, mein Name ist Daniel P. Und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Graceff. In der letzten Folge haben wir uns von den Mädels getrennt und sind jetzt auf zu Juliberte, beziehungsweise wir sind schon in Juliberte und wir müssen zum Präsidenten, um ihn von unseren Vorhaben hier zu informieren, beziehungsweise über die letzten Berichte, über die Monster, die alle aus den ganzen Ruinen ausströmen. Da ist Ruin, da wo die Christ Balkenis waren. Egal. Wir sind in Juliberte. Ran an die Oswalds. It's been okay. Half a year since I visited Strada. There was a lot going on back then. But this time, I'll make sure to visit your family and introduce myself. As your brother. You don't need to do that. Sure I do. Is everyone doing well? What? Oh, the same as always, I suppose. My father is a bit meeker from all his political struggles, and Raymond is off traveling the world. Oh, so is Raymond doing the same sorts of things that you are? I wouldn't say that, but he's actually... well, he's following Sharia. Following Sharia? What do you mean? Well, I suppose it's a little more complicated than that. Probably. He raises money to support Sharia's relief organization. And sometimes he visits their operation sites as an inspector. I can't believe that! He's a great guy to care so much! Well, you don't? I'm just going to let this go. Oh mein Gott, ey. Na gut, erstmal du bist... ja. Aber da er schon Oswald angesprochen hat, vielleicht kann ich mal bei ihm vorbeischauen. Na? Immer noch grießgämig. Ihr seid ein Einfallspinsel, Dylan. Achso, ich hatte das Problem schon längst gelöst. Ich dachte, du meinst uns. Das wäre ja eine richtig geile Begrüßung gewesen. Aber so war es nicht so. Okay, dann gehen wir direkt zum Präsidenten. Ich natürlich wieder hier offscreen ein bisschen am Trainieren, so ganz nebenbei. Ich habe nichts Besseres in meiner Freizeit zu tun. Nein, Quatsch. Na gut. Auf zum Präsidenten, der coole Macker, der. Na? Was los? Ach ja, so viel ging es ja schlecht im letzten Part. This is starting to get out of hand. Meint er mich? Hallo? I couldn't do anything for her. I didn't know what to say. Few people would. It's a difficult problem with no one simple solution. Right now, you need to attend to business. You can make time for Sophie later. You're right. Of course. Ah, verdammt. So, Hubert, will we see the president soon? Hubert? Oh, yes, of course. Worried about the president's daughter, are you? Captain! Wait, what? It's nothing, it's just a little marriage proposal. I never thought I'd hear the words Hubert and marriage in the same conversation. You're one to talk. Mother had plenty to say about you and her letters, you know. Don't you two have anything better to do than discuss my personal life? Don't look at me. Your marriage is all she can think about anymore. It is a sign of great trust for the president to offer you his daughter's hand. I know, and that's what makes it so awkward. If you hadn't sent that request for aid, I don't know what I'd be doing now. If you're this worried, Hubert, maybe we shouldn't go on. I'm not worried, it's just... I don't know how to approach the president, because I have no intention of accepting the proposal. The president is reasonable. If you speak with him, man to man, I'm sure he'll understand.
Oder er tritt dir in den Hintern. Ja, wir reden hier von dem Typen, der einfach so durch die Gegend gelaufen ist als Präsident und nicht gesagt hat, dass er Präsident ist, bevor wir ihn getroffen haben. Kindliche Frömmigkeit. So, how is your foster father doing these days, Hubert? Well, he spent quite a bit of time moping around the house. Was he sick? No, it's from when the president discovered his plan to take over Lant. You can imagine the repercussions he had to face as a direct result. I won't lie, those were tough times. But now my father and the president seem to be getting along far better than they were before. So, all the talk about you marrying the president's daughter stems from that? Hmm. Yes, that may be the case. Regardless, treasure the time you have left with your father. You don't know how long his health will hold, and I'm sure he still has things to teach you. There isn't much I care to hear from that particular father. The more I see of men like you, the less I want a son of my own. Does that mean you want a daughter, Captain Malik? Well, I suppose I wouldn't mind an adorable little girl. Adorable, sure. Until she grows up and calls you a pig, and tells you to stay out of her life forever. Hubert, does it bring you joy to crush my dreams? Oh, please, Captain. I'm only being realistic. Whether he's right or not, I do have things to report. I suppose a quick family visit wouldn't hurt. Mein Gott, wir waren noch gerade da. Na gut, dann zeig mal. Querdenker. Tempo natürlich, das ist eine richtig geile Fähigkeit. Mal sofort ausrüsten. Was haben wir hier? Er war, ja, ich habe ein bisschen. Mein Gott, ist kurz davor, seine letzte Art zu lernen. So, dann nehmen wir mal die neuen Sachen hier alle. Warte mal. Ich will viele Arts lernen, damit ich viele Arts leveln kann. Hat er schon heilige Lanze und so? Ja, nicht hier. So, du hast, glaube ich, schon alle Feintreffen. Ja. Weiß nicht. Na, komm hier. Betäubung. So. Dann gehen wir noch mal zum Haus von Herrn Oswell. Hoffentlich mit etwas anderen Ergebnissen. Boah, wer und da passiert immer noch nichts. Darf nicht wahr sein. So. Hallöchen, Stiefväterchen. Stiefväterchen? Was? Nein. Also für Hubert, ja. So, hier ist was, Gott sei Dank. Welcome back, Hubert. How are things progressing? We have obstacles, but none that cannot be overcome. Good, good. But now we have another matter to discuss. I'm currently in talks to re-establish myself as a player in Strata's political machine. The president and I had our differences, yes, but that's all behind us now. I am counting on you, Hubert. Do not fail me. Okay. He's talking about marriage, isn't he? I fear he will be disappointed. I have no interest in marrying the president's daughter. Then you'd best refuse him quickly. I don't get it, Hubert. Why are you so against the idea? I'm sure he has a reason. In situations such as these, you must be both clear and firm. To do anything else would invite disaster. I am aware of that, Captain. It's just... I understand. It must be hard to have a true love who is so... well, you know. True love? What are you talking about? Oh, come now. There's no point in denying it. We all know, after all. Piss off, Asper. What? I'm really confused right now. Don't worry about it, Asbel. But if you want to refuse the president, you're going to need a good reason. Hubert is still young. Perhaps he can claim he's not ready for the responsibility of a family. Yes, but married life changes reality for everyone. I don't see why that would be any different for me. What if you said you didn't want to marry until your military position was more secure? I'm already a lieutenant. Ich wollte schon gerade sagen, er ist ein Lieutenant. Titles are meaningless. If I wished it, I could have thousands of troops at my command.
All right, fine. Then tell him ladies at every port of call have fallen for your good looks. Das klingt irgendwie nach ihm. Terrible idea. I want to avoid a marriage, not lose the respect of the people. I'm starting to think you don't want to avoid this marriage at all. Well, not with these awful ideas, I don't. Und nun? Oh, this is madness. Just tell him you're in love with someone else already. And if people ask who it is? Then tell them her name. Oh, yes, a splendid idea. And who would honestly believe I carried a torch for her? I think you just admitted it. Now see here! Holy crap! I think your brother has finally figured it out. What do you think, Asbel? Hubert's in love with... Enough! We are done talking about this! Aww. Now then. Asbel hatte es doch gehabt. I have no plans to marry the president's daughter. If she'd even have you. After all, I have little interest in the political ambitions of my father. If I am to support this country in the future, I must maintain my connection to the common people. Just as I know she will. Aber wer denn? Klär uns doch mal auf. Okay, dann nicht. Legionskommandant. So, noch ein Deal. Direkt schon hier, ey. Keine Gnade. Ah, okay. Ja, nehmen wir erstmal Tempo. Ich brauche das Tempo. Hallo? Sonst macht die eine Technik keinen Sinn. Das werdet ihr schon sehen. Wir werden schon sehen, was ich meine. So, jetzt gehen wir zum Präsidenten nach diesen Gesprächen in Sachen Heirat und so. Na gut. Meine Meinung dazu möchte ich später irgendwann mal dazu äußern, aber jetzt halte ich erstmal die Klappe. Auf zum Präsidenten! Na, ist er doch. Mr. President. Hubert. Lord Asbel. My goodness, King Richard. What's going on? Did something happen? We've received word that the Valkanis is under attack. Damn! I didn't think the monsters would get here so quickly. Do you know something? We can explain everything later. Right now, we need your permission to attack these creatures. King Richard, I couldn't possibly ask that of you. Please, I insist. My kingdom owes a great debt to the courage of Strata. I would do anything in my power to help you. Additionally, sir, I fear our soldiers will be no match for these monsters. However, we have recently acquired the power to combat them. Very well. If things are as you say, I will leave these beasts in your capable hands. Yeah, why? Thank you, Mr. President. We won't disappoint you. Alles klar. Auslöschungskommandant. Noch ein Titel, gut. Ich brauche gerade wieder neue. Mein Gott, wie viele? Okay, er hat ja noch ganz schön viele. Meteoroiden. Okay, erstmal Tempo, das ist irgendwie besser, finde ich. Ah ja. Dann müssen wir jetzt. So ein Strata Wüstenruinen, genau. Das ist das, wo mir Richard, glaube ich, das erste Mal bekämpft haben. Also nicht bekämpft haben, aber wo er das erste Mal das ganze Elf ausgenuckelt hat. Wow, sie kommen. They just keep coming. Come on, let's lend a hand. Okay. Den Schwierigkeitsgrad habe ich überhaupt. Warum schreie ich überhaupt Malik? Ah. Wow, ihr seid ganz schön stark, sehe ich gerade. So. Erstmal
Ah. So, wollte schon sagen. Kann auch nur bei ihren Ohren. Seid ihr, ihr seid gegen ihr Arzt anfällig, okay. Ja, die können auch Nova Barrieren zerstören, stimmt. Also dieses komische Dingen, was die ganze Zeit um uns herum schwirrt. Ah. Chili-Garnelen gekocht. So, und jetzt haben wir diabolischen Zorn erlernt. So, gleich auf den Schwierigkeitsgrad gucken. Thank you, Lieutenant. Assemble the remaining soldiers and hold this point at all costs. Yes, sir. So, in Hafen jeden ein Mädchen. In jeden Hafen ein Mädchen, mein Gott. We need to do something about the monsters in these ruins as expediently as possible. Doing so will earn you further accolades and raise your stock. Soon the president will beg to have you as his son-in-law. Please, that's enough. It is not the sort of decision one should be coerced into making. He's right. But it's a truth of marriage. The higher you rise, the less your own opinions matter. You too, Richard? Oh, yes. An endless stream of Windor nobility keeps pestering me about their eligible daughters. I envy your array of options, Your Majesty. Do you now? I've heard talk that you have a beautiful girl waiting at every port in the land. Yeah, it's rough. Girls keep telling themselves and everyone else that they're my lover. Interesting. Might you have done something to give them that impression? Not that I can remember. Come on, guys. This is crazy. I don't want to select a wife like I'm shopping from a catalog. Mein Gott, ey. Es will das irgendwie erfasst. Ich fasse es nicht. Dabei weiß er von allen am wenigsten. So, was haben wir hier noch? Warte mal, nehmen wir erstmal. Tun wir erstmal die ganzen Dinge auf. Ja, mehr Abwehr, das ist schon mal sehr schön. Wenn wir nicht so wenig FP bekommen würden, ne? So. Schwierigkeitsgrad. Schön hochballern. So, mit Espel. Lieber Espel steuern. Und dann können wir diabolischen Zorn erstmal ausrüsten. Ja. So, sehr starker Angriff, wenn ich mich nicht irre. Mein Gott. Gegen so ein paar Boxen kommen wir jetzt nicht weiter. Gibt's nicht. So, was brauche ich so wenig? Ah ja, meine Training-Sessions. Die sind ganz schön gefährlich. Da können wir nicht lang. Okay, dann müssen wir rechts lang. Warum auch nicht? Na. Hallo, was bist du denn? Bad, 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 bad. Das ist ein richtig starker Angriff, ey. Diabolic Rage! Habe ich wieder einen Angriff, den ich spammen kann. Oh, einer der letzten. Oh man, Richard. Oh man. Stimmt, wir haben keinen Heiler. Ich vergaß. Ah ja, nur ich überhaupt ist am Heilen. Im Moment. Deswegen sollte ich vielleicht mal gucken, ob ich nicht die Schwierigkeit gerade doch ein bisschen tiefer einstelle. Oh mein Gott. Oh mein Gott, wir sind sowas von tot. Ja, wir brauchen Hilfe. So, einfach schnell kaputt hauen. Wir müssen die kaputt hauen, ey. Bam, so. Wow, nein, 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 bitte nicht weiter. So gut. Wow. Wie viel FP? Oh, I've got it mostly figured out. Huh? But you, man, you sure love getting flustered. Mein Gott, wie viele Erfahrungspunkte wir bekommen. Ich glaube, ich das den Schwierigkeitsgrad doch so.
Das ist echt ergiebig. Warte mal, was hat das Ding für ein Attribut? Wirkung, Gefrieren und Teufel. Ich glaube, das ist effektiv. Das muss sowieso, ja, effektiv sein. Aber, oh. Mach doch nicht so schnell. Ja, du bist aber auch stark, ey, finde ich. Ah, oh, Hubert. Mach doch nicht so schnell, Leute. Ich wollte schon sagen. Ich habe Hubert vor ewig irgendwie gesagt, er soll jemanden wiederbeleben. Also Richard. Ah, oh, Hubert. Mein Gott, so. Da gehen meine Tränke hin, ey. Kann ich wieder zurückgehen und die neu kaufen. Ein Finger weg von Richard. Ah. Hier geblieben. Er ist so ergiebig, aber auch so schwer. Streng vertraulichster Samen, okay. Harte Abwehr, gut. Ich habe das Gefühl, wir sollten nochmal zurückgehen und speichern. Hellmutige Vesperia, die Doppelklinge ist nach dem hellsten Stern benannt. Dein Mut wird ebenso hell erstrahlen. Brave Vesperia. Das sagt mir auch was. Ugh. Ja, komm. Einfach so. Alles klar, dann den kann ich ja schon mal machen. Wo ich bis heute nicht weiß, wie die Dinger so hundertprozentig funktionieren. So, haben das schon mal erledigt. Möchte ich noch platt. Jo, oh, da sind zwei. Die machen wir euch alle einer nach dem anderen kaputt. Und dann gehen wir gleich noch mal shoppen. Weil ich sonst hier voll verreckt. Weil ich seine alle hier verrecken außer Espel. War. Hilfe! Ein bisschen scheiße ohne Heiler. Oh mein Gott, jetzt ist schon wieder jemand gestorben. Ja, ich muss sowas von... Zum... Du bist auch gegen Verbrennen, ja, wollte schon sagen. So, mal so. Warum sind schon wieder einige Leute tot? Ja, irgendwie bringt es halt nicht. Hilfe. Schon wieder beinahe verreckt. Oder Falk. Ich gebe es mir ein bisschen zu schwer hier. Okay, Holy Lands. Gut. So, warum hast du eigentlich noch... Ach, ich habe auch manuell. Ah. Lerntempo. Du lernst. Weiß nicht. Teufelswiderstand, ja. Und. Wow, er hat voll wenig irgendwie. Hier, Absorption. Und. Ach ja, ich habe ja einen Hof hier. So, dann gehen wir jetzt nochmal ganz schnell zurück zum Speicherpunkt und heilen uns. Weil die Gegner, die geben uns schon dick auf die Nuss. Aber trotzdem möchte ich den Schwierigkeitsgrad nicht unterstellen. Hallo? Schaffen hat schon irgendwie. Aber im Mixer laden. Ja, neue Dings kaufen. Das ist wieder gut. Glaube ich. So kann ich immer noch den Schwierigkeitsgrad unterstellen. So. Und ich kann nicht speichern. Dann gehe ich wahrscheinlich gleich mal draußen nach draußen und speichere da. Okay. Hey. Rosmarin. Dann gehe ich mal kurz hier raus und speichere. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Let's Play Tales of Graces. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss.